Achtung! Licht an. Abstieg in 7 Meter Tiefe. Einsatz für die Kanalarbeiter Stefan und Andi. Vorsicht, der Dicke kommt. Ihr Auftrag? Kanalreinigung. Ihr Arbeitsplatz? Eine rund 3 Meter hohe Kammer unter der Innenstadt Hannovers. Okay, frei. Das Kanalnetz der Stadt ist über 2500 Kilometer lang. Abwasser von mehr als 750.000 Menschen fließt hier durch, vom WC bis zur Waschmaschine. Der Stolper da vorne nicht, ne? Ich werde mir Mühe geben. Gut. Also wir setzen jetzt hier, ungefähr da, wo jetzt der Andrea steht, ein Stückchen weiter rein noch, ein Dichtkissen. Das muss man sich dann so vorstellen, als wenn es ein großer Luftballon dann wird. Ist aber kein Ballon, es ist halt ein Dichtkissen. Damit machen wir halt die Zulaufröhre zu, wie man sieht, dass das Wasser nicht weiterläuft, damit wir, wenn der Kanal abgesperrt ist durch das Dichtkissen, hier vernünftig saugen und reinigen können. Oh, Andi, reicht. Gut. Okay, dann kannst du zurückkommen. So, mich nicht umschubsen, bitte. Danke. Oh, hier, lauf mal nicht so weit weg, Andi. Ich brauche dich hier noch. Wir brauchen nur, wer gibt Kommando? Ja, ich sage ja nicht ganz so weit weglaufen, aber dann kannst du Kommando geben zum Luft geben. Einmal Luft geben! Ohne Kanalarbeiter wie Stefan und Andi könnte keine moderne Stadt überleben. Von oben werden jetzt 18.000 Liter Luft in die sogenannte Blase gepumpt. Unten müssen die beiden dabei immer aufpassen, wo sie gerade hintreten. Ja, da hinten ist wohl gerade einer auf die Toilette gegangen. Siehst du das, Andi? Ja, nicht nur einer, einige. Alles im Kanal ist mit Keimen belastet. Hier unten herrschen darum strenge Sicherheitsregeln. Wenn du richtig ackerst hier, wenn du einen Saugschlag unten hast und richtig am Machen bist und so weiter, kommst du natürlich auch aus dem Schwitzen. Da musst du natürlich auch ein Eins sein, dass der Schweiß laufen muss und du nicht mal eben mit dem Handschuh so über die Stirn gehst. Mit der Scheiße, wie gesagt, man sieht es ja überall, Monatsbinden und all halt das, was sich hier so sammelt. Ne? Also wenn jetzt Nase juckt oder sowas, nur besser nicht kratzen, einfach durchstehen. Außer du bist ganz hart im Nehmen, dann machst du halt so. Aber wenn man so ein bisschen auf sich selber aufpasst, auf die Kollegen aufpasst, gerade wenn wir dann hier unten arbeiten, dass man mit der Schaufel ins Wasser geschlagen wird, dass du nicht anfängst rumzuspritzen, dann hält man es hier unten in unserer Stadt auch schön auf. Ne? Für euch ist die Stadt da oben, für uns ist die Stadt hier unten. Hannovers oberirdisches Straßennetz ist fast 1500 Kilometer lang. Das Kanalsystem darunter aber ist fast 1000 Kilometer länger. Das entspricht der Strecke bis nach Lissabon. Es ist damit das drittlängste Kanalsystem in Deutschland. Mittlerweile ist das Dichtkissen prall aufgepumpt. Der Kanal ist zu. Sauger runter, bitte! Du sagst, wenn es reicht, ja? Ja, mehr. Ja. Stopp! Sauger an! Sauger ein bisschen hoch. Stopp! Mit einem Unterdruck von 0,6 Bar werden jetzt Wasser und Schlamm aus dem gesperrten Kanal gesaugt. Man merkt das auch, wenn man nachgeht, dass da schon eine ganze Menge Schlamm vom Boden weg ist. Ne? Hier unten ist es nur Schlamm. Später im Klärwerk aber wird daraus sogar etwas Wertvolles. Das sind jetzt hier so Fettablagerungen, relativ fest. Also ich drücke jetzt hier rein, ne? Seht ihr, ich kann zwar auch auseinanderbröseln. Ne, hier siehst du die verschiedenen Fettschichten und das lagert sich halt so gerade in Kurvenbereichen oder wo sich mehrere Kanäle treffen, da lagert sich das halt gerne mal ab. Ne, deswegen machen wir halt auch die herkömmliche Kanalreinigung, beziehungsweise so wie wir das jetzt hier machen, eine Kammerreinigung. Wenn wir das nicht machen würden, es würde halt immer weiter wachsen. Man denkt sich, wie kann das funktionieren? Es fließt doch dran vorbei. Nee, diese Fettpartikelchen, die sagen sich, oh, guck mal, da sind schon ein paar von uns, da halten wir uns dran fest, werden immer größer, immer größer, immer größer und irgendwann verstopft es. Hier in dem Fall jetzt nicht, weil bis diese Kammer voller Fett ist, das erleben wir alle nicht mehr, aber da müssen wir halt auch drauf aufpassen. Jetzt kommt Wasser. Wunderbar, dann geht mal hoch und geht mal in Deckung. Durch Hannovers Kanäle fließt pro Tag das Wasser von knapp 1,5 Millionen Badewannen.
In modernen Kanalsystemen werden Regen- und Schmutzwasser voneinander getrennt. Denn Regen ist vergleichsweise sauber und muss nicht geklärt werden. Hier aber ist es anders. Denn in dieser historischen Mischwassersammelkammer fließen Regen- und Schmutzwasser aus Hannovers City zusammen. Wenn jetzt hier zu viel Wasser ankommt, ne, dann, und der Kanal voll ist, dann schwappt es hier über diese Wände rüber und fließt in einer Parallelautobahn oder in einem Parallelkanal weiter. Das ist so eine leichte Pufferzone, weil wir befinden uns ja hier voll in der Innenstadt. Und wenn wir jetzt starke Regenfälle haben, viele Leute am Duschen sind, dann kann es halt wirklich passieren, dass dieser Kanal zu voll ist. Das passt schon. Damit das Kanalsystem bei Regen an engen Stellen nicht kollabiert, kontrollieren die beiden auch kleinere Seitenkanäle auf Verstopfungen. Achtung, Monatsbinde und ein Bürgermeister. Achtung, U-Boot. Oh, warte, Stefan, hier. Oh, Geld. Guck mal, dein Trinkgeld. Ja, mein Trinkgeld? Kriegst du? Ja, hab ihn. Was ist das? 5 Euro? Schmeißt einer 5 Euro weg? Ja, warte mal. Nee, das ist irgendwas Ausländisches. Banca Nacionala, ich würde sagen Rumänisch, ne? Ja gut, ich glaube, den kannst du weiter schwimmen lassen. Na, mitnehmen. Ein Loi, was ist das? 2 Cent oder so? Ja und? Wer den Cent nicht wert? Nee, das war mit der Mark der Spruch, ne? Steck ein, pack ins Album. Ja. Die größte Gefahr im Kanal ist unsichtbar. Faulgase können bis zur Erstickung führen oder sogar explodieren. Für solche Fälle haben die Kanalarbeiter immer ein Gaswarngerät dabei. Gut! Oh, gute Reise, ne? Stefan, viel Spaß noch. Jo, ich halte hier die Stellung. Man merkt ja schon, super Luft ist hier unten nicht. Da ist man auch froh, wenn man wieder oben ist, ein bisschen Luft tanken kann. Stulle essen, Schluck Wasser trinken oder mal einen Kaffee. Hier nehme ich da gleich eine Kaffeebude, mal einen Kaffee holen. Jo! Und mal ein Käffchen trinken. So, wir sehen uns. Ich komme! Kilometerlang fließt Hannovers Abwasser unterirdisch in Richtung der beiden Klärwerke Herrenhausen und Gümmerwald, den größten in ganz Norddeutschland. Hier durchläuft es dann in 24 Stunden verschiedene Reinigungsstufen. Stufe 1, die Rechenanlage. Hier wird der grobe Schmutz herausgekämmt. Ob Toilettenpapier, Hygieneartikel oder Essensreste, die Rechen filtern alles heraus, was größer ist als 1 Zentimeter. Für die Mitarbeiter der Stadtentwässerung, wie Helmut Lemke, gilt eine besondere Gefahrenlage. Denn in konzentrierter Form dünsten die feuchtwarmen Müllberge giftige und explosive Faulgase aus. Wir bekommen also jetzt täglich hier allein auf dieser Kläranlage ungefähr gut 2,5 Tonnen Restmüll. Dieser Restmüll wird abgefahren, er wird teilweise noch mal geschreddert, gefiltert. Und die Teile, die kompostierbar sind, wie zum Beispiel das Toilettenpapier, das wird verbrannt und der Rest geht auf die Restmülldeponie. Das sind also Unmengen, die wir hier rausholen. Und das ist ein Problem, was wir bei der Stadtentwässerung insgesamt haben. Die Toilette wird als Mülleimer missbraucht und das kann es nicht sein. Es gibt einen Spruch für Kinder. Denkt dran, liebe Kinderlein, ins Klo gehört nur groß und klein. Und wenn sich jeder daran halten würde, hätten wir diese Probleme auch nicht. Jeder Hannoveraner produziert etwa 125 Liter Abwasser am Tag. Der größte Teil davon landet hier im Klärwerk Gümmerwald. Dabei fallen Tonnen von Klärschlamm an, der dann in den beiden großen Faultürmen verrottet. Wir sind hier am höchsten Punkt des Klärwerkes Gümmerwald, ungefähr in 30 Meter Höhe, direkt oben auf dem Faulturm. Unter uns 7.500 Kubikmeter flüssiger Klärschlamm, der ausgefault wird. Das dauert ungefähr 25 Tage. Sie müssen sich das vorstellen, wenn wir Kohl,
selber gegessen haben, dann irgendwann fängt der Darm auch an zu rumoren. Wir scheiden dann auch mal Methangas aus, was manchmal ein bisschen riecht. Wir machen das hier in ganz konzentrierter Form. Und aus diesem Methangas erzeugen wir Strom. Ungefähr 65% unseres Stromes hier allein auf dem Klärwerk können wir selber erzeugen. Klärschlamm steckt voller Nährstoffe. Getrocknet landet er später als Dünger in der Landwirtschaft. Methangas ist sehr leicht entzündlich. Deshalb gelten auf dem gesamten Gelände hohe Sicherheitsbestimmungen. Das Wasser wird weiter gefiltert und fließt dann in den biologischen Teil der Kläranlage. Hier werden Prozesse nachgeahmt, die es auch in natürlichen Gewässern gibt. Das Klärwerk nutzt die Selbstreinigungskraft des Wassers mit Hilfe winzig kleiner Helfer. Wenn Sie sich hier mal reinschauen, da ist da richtig Belebung drin. Das heißt, hier wird Luftsauerstoff eingeblasen. Dadurch finden die Bakterien genug Nahrung und zu unzähliger Zahl sitzen die hier drin. Diese Bakterien fressen all das auf, was biologisch abbaubar ist. Wenn Sie also Produkte nutzen, ob es Seife ist, ob es Waschmittel ist, die biologisch abbaubar sind, fressen die das. Rund 990 Quindizillionen Mikroorganismen braucht es dafür. Eine Zahl mit 90 Nullen. Die letzte Station im Klärwerk, die kreisrunden Nachklärbecken. Hier kommt das Wasser zur Ruhe. So kann sich am Grund der Belebtschlamm mit den Mikroorganismen absetzen. An der Wasseroberfläche werden zudem die letzten hartnäckigen Reste herausgefischt. Schließlich wird das Wasser durch ein unterirdisches Rohr zum nächstgelegenen Fluss gespült. Hier beginnt der Wasserkreislauf von neuem. Das ist der Endpunkt des Klärwerkes Gümmerwald. Sie sehen hier die Leine, die jetzt von Hannover kommt, weiter runter geht. Und hier an dieser Stelle kommt das gereinigte Wasser aus dem Klärwerk Gümmerwald nach ungefähr 24 Stunden wieder heraus. Das heißt, es hat einen sehr hohen Reinigungsgrad, ungefähr 98%, geht dann in die Leine. Und durch die vielen Klärwerke, die wir mittlerweile in Deutschland haben, haben sich natürlich auch die Flüsse positiv entwickelt. Das heißt, sie sind wesentlich sauberer geworden. In den 60er Jahren gehörte die Leine noch zu den schmutzigsten Flüssen Niedersachsens. Seit dem Neubau des zweiten großen Klärwerks in Gümmerwald hat sich die Wasserqualität erheblich verbessert. Heute ist die Leine so sauber, dass viele Fischarten sich darin wieder heimisch fühlen. Ja, ich habe Ihnen das einfach mal mitgebracht. Ich habe das gerade genommen, diese Abwasserprobe. Und wenn Sie sich die einfach mal angucken, sieht aus wie Trinkwasser, ist es natürlich noch nicht hier. Und so sauber wird es jetzt in die Leine abgeleitet. Das Klärwerk Hannover-Herrenhausen. Die Aufgabe hier, genau wie in Gümmerwald, Abwasseraufbereitung. Das Klärwerk Herrenhausen ist das älteste in ganz Norddeutschland, seit über 110 Jahren in Betrieb. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Kontrolle der Wasserqualität. Erst bei 400-facher Vergrößerung unter dem Mikroskop im Abwasserlabor wird sichtbar, was im Klärwerk im großen Stil passiert. Sie messen nur wenige Hundertstel Millimeter. Aber ihr Appetit auf Unappetitliches macht die Mikroorganismen so wertvoll. Denn sie fressen den Dreck weg und machen das Wasser sauber. So wie das Rädertierchen. Es klammert sich an eine Schlammflocke und benutzt schließlich seine Räderchen, um sich das Futter zuzufächern. Rund 58.000 Analysen macht das Labor pro Jahr. Im Abwasser landen auch viele scheinbar harmlose Reinigungsmittel wie Rohrfrei oder WC-Reiniger. Doch wegen ihrer scharfen Chemie wirken sie wie Massenvernichtungswaffen gegen die wichtigen Mikroorganismen. Wer Ihnen einen Gefallen tun will, greift bei verstopften Rohren lieber zum altbewährten Pümpel. Gegenüber dem Abwasserlabor liegt die sogenannte Fernwirkzentrale, das wachende Auge der Stadtentwässerung. Alle Informationen aus dem Kanalsystem Hannovers laufen an diesem Punkt zusammen. Stadtentwässerung Solisch. Hallo Peter.
Betriebsinspektor Ralf Solisch sorgt dafür, dass im Kanalsystem von Hannover alles läuft. Per Fernsteuerung regelt er über 100 Pumpwerke und kontrolliert den Wasserstand in den großen Kanälen. Von hier aus hat er außerdem die gesamte Region mit allen aktuellen Pegelständen zum Hochwasser im Blick. Eigentlich sitzen wir hier in dem Herz, denn von hier aus wird alles gesteuert. Und wenn eine von unseren großen Adern, die eine Aorta oder so, nicht funktioniert, dann müssen wir sehen, dass wir die zum Laufen kriegen. Ne? Und ja gut, das geht hier nicht gerade mit dem Stand oder mit dem Bypass, sondern wir müssen halt reparieren. Ne? Eine der Aufgaben der Fernwirkzentrale ist der Hochwasserschutz. Wenn bei Starkregen die Leine über die Ufer tritt, wird von hier aus das hannoversche Kanalnetz mit Schiebern abgeriegelt. Also es ist hier schon eine Riesenverantwortung, die man hier trägt, damit Hannover nicht auf Deutsch gesagt absäuft. Denn Hannover hat zum Beispiel als tiefsten Punkt die Kahlenberger Neustadt. Und wenn dann hier nicht reagiert wird rechtzeitig, dann können die Leute aus den Häusern ausziehen, weil die Straßen geflutet sind, ne, und die Keller vollgelaufen und so weiter. Und das wird hier verhindert. Hier läuft also alles zusammen. Stadtentwässerung Hannover, Solisch. Die Fernwirkzentrale koordiniert auch die Einsätze der mobilen Kanalnotfallteams. Oft geht es um Dinge, die in einen Gully geplumpst sind. Es würde ein großes oranges Auto kommen. Da können Sie ja schon mal hingucken und sich dann vielleicht bemerkbar machen. Ne? Also circa eine Stunde müssten Sie rechnen und dann bin ich also guter Dinge, dass die Kollegen Ihnen das auch bergen. Gut, auf Wiederhören. Die Kanalbetriebsarbeiter Stefan und Andi schieben heute Rufbereitschaft. Ihr Einsatzort? Ein Gully im Stadtteil Ledeburg. Hallo. Schicker, ich hab Sie gerufen. Andreas, hallo. Na, was ist passiert? Ja, ganz doof. Ich komme gerade aus der Stadt, wollte jetzt nach Hause, kam in meiner Tasche und da fiel mir jetzt der Schlüssel rein. Meine Freundin hat schon die ganze Zeit versucht, mit dem Stock darin rumzufischern, aber kriegen wir nicht. Haut nicht hin mit dem Stock, ne? Nee, nicht ganz. Nicht wirklich. In Hannover gibt es über 59.000 Gullis. Gerade nach starken Regengüssen sind sie oft voll mit Schlamm und Matsch. In Hannover sind durch eine spezielle Bauart die Straßenabläufe auch noch besonders tief. Zack, wunderbar. Ja. Mit einem Magneten soll der Schlüssel wieder ans Tageslicht geholt werden. Also wenn er hier drin ist, ist er jedenfalls nicht weg. Dieses Klack, das spürt man richtig schön in der Stange. Deswegen habe ich meinen Handschuh auch aus, weil durch den Handschuh würde ich es jetzt nicht merken. Aber wenn der Magnet dann greift, dann merkt man das so ganz leicht. Versuchen wir mal. Daumen drücken. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, Andreas. Zack. Oh Gott, ja, sehen Sie. Jetzt machen wir den noch ein bisschen sauber, ein bisschen trocken. Also die Gefahr ist gebannt, dass wir irgendwie da teure Schlüssel nachmachen müssen. Da kann ich Ihnen aber eine super Geschichte erzählen. Es war ungefähr letztes Jahr zur Weihnachtszeit, da wurden wir auch zu einer Schlüsselbergung gerufen. Es war dann ein Mann, der hatte seinen Autoschlüssel im Straßenablauf versenkt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben erfolgreich geborgen. Wir drehen uns um, wollen gerade einsteigen, schreit er, stopp, bitte nicht wegfahren. Ich sage, was ist denn? Er liegt schon wieder drin. Also, das vom Mann. Auf eigene Faust einen Gully zu öffnen, ist verboten. Viele versuchen es dennoch lieber erst mal selbst, vor allem Männer. So. Ja, die Sache ist die beim Gully, die sind bis zu 3 Meter tief. So, um das mal zu demonstrieren, wenn die jetzt das hätten versucht mit dem Stock. Also ich kann das ja mal zeigen, ich bin jetzt schon so weit mit dem Stock drin. Also da ist nichts zu machen, da irgendwie einen Schlüssel rauszukriegen. Denn der ist ja nun auch schwer und das muss ich dann irgendwie auch verhakeln. Also das ist meistens unmöglich. Ne? Und deswegen haben wir halt immer diese Magnete und... Wie gesagt, eine andere Lösung ist halt die, dass wir den komplett aussaugen. Auf dem Burgweg, bei uns der Abladeplatz ist, dort das dann ausgucken und dann das da rauszusuchen. So, fast wie neu. Haben Sie vielen lieben Dank. Gerne. Von der Stadt Hannover bekommen die Damen demnächst dann noch eine Rechnung. 50 Euro kostet die Schlüsselrettung. Ein neuer Schlüsselbund wäre da vielleicht aber noch teurer gewesen. Passt. Hannovers Kanäle sind gut in Schuss. Trotzdem kann immer mal was kaputt gehen oder sogar einstürzen. Darum muss ihr Zustand ständig kontrolliert werden.
Begehbar sind sie jedoch erst ab einer Höhe von 90 cm. Wo es enger wird, muss moderne Technik ran. Seit 2003 überträgt ein Kanal-Fernsehroboter Live-Bilder aus Hannovers Untergrund. Kannst du auf Vorgabe fahren? Stopp. Wie viel noch ungefähr bis Vorgabe? 10 Meter. Dieses Kanalrohr misst nur 20 cm im Durchmesser. Der Kanalroboter passt gerade so hindurch, zumindest solange der Weg frei ist. Gut, dann nehmen wir den Schaden jetzt auf. So, erstmal gebe ich den Stutzen ein. Jetzt wird ein Foto gemacht von dem Schaden. Solche Verstopfungen sind auch für den Roboter nicht ungefährlich. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwo ein Absatz ist, kann passieren, dass sie wirklich stecken bleibt. Ja, und dann muss gezogen werden. Wenn das auch nicht hilft, wenn gar nichts hilft, muss aufgebüttelt werden. Ne, um die Kamera rauszuholen. Weil die sind schon recht teuer. Und die Fotos vom verstopften Rohr gehen jetzt an ein Spülkommando. Mit ordentlich Wasser wird dann hier unten alles sauber gemacht. Hannovers Kanalsystem ist das zweitälteste im Norden nach Hamburg. Schon 1895 wurden die ersten Röhren unter die Erde gelegt. Das Außergewöhnlichste war wirklich Munition. Da wurden wir zu einem Einsatz gerufen und ja, da wurde tatsächlich Munition im Kanal gefunden. Ne? Also uralte. Ja, es war schon sehr interessant, wenn man da so vorgefahren ist. Es war noch scharfe Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Das war schon interessant. 10 Jahre dauert es, das gesamte Kanalnetz Hannovers auf Schäden zu untersuchen. Dann beginnt alles von vorn. Zur gleichen Zeit im Norden der Stadt. Einsatz für die Nebeltruppe. Im Boden laufen zwei verschiedene Kanalsysteme, eins für Schmutz, eins für Regenwasser. Um zu überprüfen, dass die Häuser richtig angeschlossen sind, wird Disco-Nebel in den Gullischacht gepustet. Also der Auftrag ist, wir haben Neubau von den Häusern hier. Die haben alle neuen Schmutzwasseranschluss bekommen und neuen Regenwasseranschluss bekommen. Wir überprüfen das Ganze jetzt mal mit Nebel, ob wirklich Regenwasser vom Schmutzwasser getrennt abgeführt wird. Das heißt Regenwasser in den Regenwasserkanal, Schmutzwasser in den Schmutzwasserkanal. Der erste Test, Schmutzwasser. Jetzt müsste aus allen Schornsteinen Rauch aufsteigen. Hier ist alles klar, weiter zum Regenwasser. Der wird nicht direkt kommen. Aus einer Regenrinne kommt kein Rauch. Das wird überlaufen, ne? Mhm. Ja, der kommt nicht direkt. Aber laut Plan ist es angeschlossen. Dafür nehmen wir halt die Gebühr dann. Der Grund? Die Regenrinne führt hier in eine Regentonne und nicht ins Kanalnetz. Erneuter Außeneinsatz der Kanalarbeiter Stefan und Andi. Eigentlich ein Routineauftrag. Stefan, hast du einen Schlüssel mit? Nee, habe ich nicht. Aber dann mach mal auf. Ich mach auf, warte. Ah, Mensch. Es geht um eine Fettabsaugung aus dem Abfluss eines Restaurants. Nee, der reicht. Komm mal ran. Ja, Deckel ziehen wir dann hier hin. Unter dem Kanaldeckel liegt ein sogenannter Fettabscheider, ein Fangbecken für Küchenfette. Ob Edelrestaurant oder Imbissbude, für fast alle gastronomischen Betriebe ist der Fettabscheider Pflicht. Wenn man jetzt mal im Vergleich so zum Kanal und so weiter das sieht, also Kanalwasser und so weiter, das kannst du ertragen, aber das stinkt wirklich bestialisch. Ne? Ja, vergorene Essensreste. Ja. Also da hat man zum Feierabend, wir nicht mehr, wir sind es mittlerweile gewohnt, ne? Aber ich sage mal so, abends, wenn du auf dem Sofa liegst und so weiter, den Geruch hast du immer noch in der Nase. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist schon ziemlich eklig. Ja, ist noch gar nicht auf und stinkt schon. Ja. Ei, wei, wei. Oh. Lecker.
Ja, chinesisch, mongolisch, japanisch, ne? Ja. Eine bunte Mischung. Speisereste fallen in der Gastronomie immer an. Deshalb kommen Andi, Stefan oder ihre Kollegen regelmäßig zu den Restaurants der Stadt. Dieses Anbauteil, was man hier drin sieht, dieses Ovale, das verhindert halt, dass das Fett durch den Abscheider direkt in die Kanalisation laufen würde. Und zwar, das Fett bleibt oben schwimmen, wird von dieser Wandung außen gehalten. Das Wasser, nur das Wasser, drückt von unten nach und läuft dann so weg in den Schmutzwasserkanal. Das Fett bleibt halt im Behälter. Und das ist halt die Funktion des Fettabscheiders. So eine Reinigung gehört zu den unbeliebtesten Aufgaben ihres Jobs. Manchmal aber haben sie bis zu 5 solcher Einsätze am Tag. Man kann dann ohne Bedenken noch weiter essen gehen. Überhaupt kein Problem. Vielleicht nicht. Gerade jetzt, wo wir gereinigt haben, muss ich nicht unbedingt was essen. Aber das dauert eine halbe Stunde, dann kann ich auch wieder essen. So, nimm mal das Wasser. Wasser kommt. Wasser mal. Wasser und Fett werden ins Spezialfahrzeug gepumpt und dort voneinander getrennt. Nachdem der Fettabscheider durchgespült ist, kann er wieder mit demselben Wasser aus dem Fahrzeug befüllt werden. Handy Wasser an. Jo. Der Fettabscheider ist wieder einsatzbereit. So, was sagst du? Können wir raus, ne? Ja, Füllhöhe ist erreicht. Wasser läuft ab, aus der Küche läuft eh wieder nach. Darf ich dir reichen? Wunderbar. Gastronomische Fettabscheider müssen regelmäßig gereinigt werden. Die Kosten von bis zu 500 Euro trägt der Gastronom. Für Andi und Stefan war dies der letzte Einsatz heute. Mit vollem Tank geht es jetzt ins Klärwerk Herrenhausen. Dort wird das gesammelte Fett in den Faulturm gepumpt und von den Bakterien zersetzt. So, jetzt starte die Absaugpumpen und dann werden die 3000 Liter da rausgesaugt. Dann kommt quasi die Butter in den Bottich. Andi, Wasser kann aus, das Wasser. Wasser, Wasser. Den Rest machen wir nachher. Muss jetzt erstmal den Kessel hochmachen. Rund 1100 gastronomische Fettabscheider gibt es in Hannover. Früher oder später landet ihr Fettschlamm in einem der Faultürme der Stadt. So, Andi, dann haben wir es ja fast geschafft, ne? Noch ein bisschen Schuhe putzen. Die Botten noch mal ein bisschen. Jo. Ja, warte mal. Wenn du mit deiner Bürste da fertig bist, magst du mir die dann auch mal geben, bitte? Oh, so ein bisschen Restfettpegel runterkratzen, ne? Jo. Früher war Stefan Veranstaltungskaufmann, Andi Bauschlosser. Seit 3 Jahren gehören die beiden zum Team der Stadtentwässerung Hannover. Bereut haben sie ihren Schritt nie, auch wenn ihre Arbeit im Alltag kaum Anerkennung findet. Also ich sage jetzt mal aus meinem persönlichen Empfinden relativ selten. Aber es kommt doch durchaus mal vor, dass gesagt wird, Mensch, danke, dass Sie hier für uns arbeiten. Wo man sich dann erstmal schreckhaft umdreht und sagt, wie jetzt, okay, wann kommt das aber? Nee, also das gibt's schon, aber es ist relativ selten. Oh, Paddeln waschen, duschen und dann ist Feierabend, ne? Das sag ich dir. Seit über 120 Jahren sorgen Kanalarbeiter in Hannover für die Klärung des Abwassers im drittgrößten Kanalsystem Deutschlands.